Hallo liebe Freunde von Asse Outdoor. Heute aus der Schnellkochtopf Edition der dritte Teil. Und zwar gibt es heute eine Kartoffelsuppe. Dafür haben wir 1,5 Kilo festkochende Kartoffeln, 800 Gramm Suppengrün, das hatten wir schon eingefroren gehabt, fertig geputzt, eingefroren. Des Weiteren 200 Gramm Speck, 3 Brühwürfel, benötigen 1,5 Liter Brühe, deswegen auch 3. Des Weiteren eine schöne Zwiebel, 2 Teelöffel Salz, 2 Pimentkörner, 12 Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter. Ja, und wie wir jetzt unsere leckere Kartoffelsuppe kochen im Schnellkochtopf, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Wir haben jetzt den Speck schön gewürfelt, die Zwiebel klein geschnitten. Wir haben zwar auch eine weitere Zwiebel genommen, der eine kam uns ein bisschen wenig vor. Die Gewürze in einem Teebeutel und die Kartoffeln in mundgerecht Stücke geschnitten. So, und nun geht's los mit der Kartoffelsuppe und dem Schnellkochtopf. Also los geht's jetzt mit dem Anbraten des Specks. Bisschen, ganz bisschen Öl nur rein, weil der Speck ist ja auch fettig, aber besser ist das. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was anderes anbraten. Also wie gesagt, nur ganz wenig und das erstmal schön heiß werden lassen. Und dann kommt zur Probe ein Stückchen Speck rein, wie auch schon beim Gulasch gesehen, wo man dann sieht, ob das schon heiß genug ist und den Rest dazugeben. Das kleine Stückchen Fleisch, was wir reingetan haben, oder Speck, fängt langsam an zu blubbern. Soll ja nicht kross werden, soll ja nur ausgelassen werden. Also nicht zu lange warten und gleich die restliche Ladung einfach zwanglos mit rein. Wie gesagt, nur leicht anbraten. Kross werden muss er nicht. Der Speck brutzelt vor sich hin. So, jetzt wäre ungefähr die Gelegenheit für die Zwiebeln. Auch leicht mit anbrutzeln. Die Zwiebeln und der Speck, die sind schön am Schwitzen. Jetzt kommen die Kartoffeln dazu. Die sollen ja auch mal ein bisschen mit Wärme bekommen. Und wie immer einmal schön durchrühren. Oh, das sieht schon mal ganz lecker aus. Schön bunt schon mal. Na, mal gucken. Gibt bestimmt ein leckeres Süppchen. Die Kartoffeln haben auch schon ein bisschen mitgeschwitzt. Als nächstes kommt das Gemüse mit drauf. Hatten wir vorbereitet, hatten wir eingefroren. Also TK. Aber halt wie gesagt, wir hatten das frisch gekauft, geschnitten. Und dann erst eingefroren. Ja, nun alles einmal schön unterheben. Nun haben wir jetzt auch schon mal unsere Brühwürfel in unseren Messbecher getan. Wir werden erstmal 1 Liter Wasser zubereiten. Dann kommen hinterher die Gewürze mit in den Schnellkochtopf. Auf Salz haben wir momentan erstmal verzichtet, weil der Speck relativ salzig ist. Man kann ja aber noch nachwürzen. So. 1 Liter kochendes Wasser aus dem Wasserkocher. Löst sich natürlich unter mit kochendem Wasser, lösen sich diese Brühwürfel besser auf, als wenn man da kaltes Wasser nimmt oder auch warmes Wasser. Bei kochendem geht es natürlich am einfachsten. Ja, nun wird der Schnellkochtopf aufgefüllt. Wie schon in den anderen Videos gesehen, der Schnellkochtopf Edition, die Maximalmarkierung sollte nicht überschritten werden. Wir sind genau dran, es passt hundertprozentig. Nun kommt jetzt gleich die Gewürze rein, das Gewürzsäckchen oben drauf gelegt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, das Gewürzsäckchen haben wir untergehoben. Wie gesagt, auf das Salz haben wir erstmal verzichtet.
Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo der Deckel aufgesetzt wird. Mit der Markierung. Und klack. Nun warten wir auf die Ringe, dass der Druck aufgebaut wird. Wie man sehen kann, sind nun beide Ringe oben. Das heißt, der Druck im Topf ist aufgebaut. Und nun können wir den Herd runterstellen auf Stufe 1 und das Ganze für 15 Minuten. Nach 15 Minuten Kochzeit bei voller Power, also wie gesagt, nach dem Aufwärmen, wenn beide Ringe oben sind, dann erst 15 Minuten. Wenn die Zeit rum ist, wird der Herd abgeschaltet und der Topf kommt auf eine kalte Platte vom Herd zum Abdampfen. In aller Ruhe. So, wie man sieht, der Topf hat seinen Standort gewechselt, verändert und steht jetzt auf einer kalten Platte und kann jetzt in Ruhe ausdampfen bzw. abkühlen, bis die beiden Ringe weg sind und dann kann man ihn öffnen. Der meiste Druck wäre jetzt runter und den Rest kann man am Hebel per Hand noch ablassen. Man möchte ja nicht sonst wie lange warten, bis der Druck komplett runter ist, weil dann wäre der Topf ja auch irgendwann kalt. So kann man ihn nach und nach ablassen. Nun ist der Druck komplett runter, der Topf hat freigegeben und kann geöffnet werden, gefahrlos. Und gucken wir noch mal rein. Ja, wunderbar. Es duftet schon sehr lecker hier in der Küche. Ja, wunderbar, also wirklich. Nun kann man auch ein bisschen nachwürzen, was wir jetzt auch tun werden. Und zwar werden wir noch einen Teelöffel Salz hinzufügen und frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann wird nochmal probiert. Ja, also das wäre natürlich jetzt unser Endergebnis. Kartoffelsuppe nach Asser Outdoor Art. Es duftet hervorragend, wie ja schon gesagt. Schmeckt lecker und wunderbar zum Nachkochen. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Über ein Abonnement auch. Ansonsten liebe Grüße vom Asser Outdoor Team.